Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Darksiders Genesis. Wir spielen heute im dritten Teil weiter und mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Bevor wir jetzt hier in Kapitel Nummer 2 einfach so reinstürzen, was ist mir jetzt aufgefallen? Ich drücke mal hier B und man sieht oben rechts, wenn ich in der Kapitelauswahl bin, dann habe ich dann schon eine Schwierigkeit, die ich wählen kann. Ist das nicht interessant? Wir haben hier entspannt, normal und schwer. Hier steht einfach nur, dass die Gegner zäh sind, aber ich frage mich gerade, welchen Sinn hat es, auf schwer zu spielen, wenn die Ausbeute dann doch dieselbe ist. Hier steht nichts davon, dass wir irgendwie mehr Seelen bekommen, dass wir erhöhte Chance haben auf seltene Objekte, dass die Gegner mehr von diesen Kugeln oder Talismane oder was auch immer das für Gegenstände sind, fallen lassen. Aber das würde ich dann schon gerne wissen, weil man kann sich ja das Leben auch schwer machen. Oder wir spielen auf normal einfach weiter. Ist ja dann für die Story, für den Progress bestimmt besser, oder? Na, wir werden es auf jeden Fall mal probieren. Ich war jetzt hier im ersten Gebiet auch nochmal drin. Und das sogar aus zwei Gründen. Ihr seht es unten, ne, haben wir sogar nochmal eine Liste. Und ja, wir müssen das heute am Anfang einfach mal besprechen, weil das muss man jetzt ab heute im Hinterkopf behalten, wie das hier so ein bisschen funktioniert. Also wir sehen unten so eine Gesamtstatistik und ich habe alles geholt. Man kann also, wenn ein Kapitel abgeschlossen ist, es nochmal komplett von vorne spielen. Bin ich überhaupt kein Freund von sowas. Ein ganzes Kapitel von vorne, also wirklich mit der gesamten Story. Das ist nicht so wie in anderen Darksiders-Teilen, dass du einfach Teleportationspunkte hast. Du warpst dich dorthin und dann kannst du eben ein Gebiet, was vorher noch nicht begehbar war, jetzt begehen. Weil du eben eine Fähigkeit hast oder in unserem Fall einen Trickschlüssel. Wir brauchten ja zwei Stück, um noch diese eine Schatzkammer mitzunehmen. Ich musste also tatsächlich von vorne bis hinten die gleichen Gegner besiegen, die gleichen Rätsel lösen, die gleichen Herausforderungen meistern, bis ich an dieser blöden Tür war, um dann die letzten Items zu bekommen. Nur weil ich jetzt hier haben möchte, dass da nichts fehlt. Ah, das finde ich schlecht. Das ist ja eine künstliche in die Länge gezielt des Spiels. Also das finde ich wirklich lahm. Ich mag auch solche Spiele überhaupt nicht. Aber naja, was willst du machen? Wenn du alles haben willst, musst du es eben machen. Und dann, das allein wäre noch nicht mal das Problem. Jetzt geht's weiter. Guck mal bitte unten auf die Kreaturenliste. Wir sehen, da ist das zweite von rechts gesehen. Da ist noch ein Fenster offen, wo ich die Kreatur nicht sehe. Also die Bilder sind sowieso so klein, ich kann nur ganz schwer erkennen, welche Figuren sich dahinter befinden sollten. Das ganz rechts ist auf jeden Fall dieser Endboss, den wir hatten. Und links ein unbekanntes Monster. Ich habe keine Ahnung, wo ich da was übersehen haben sollte, weil anscheinend habe ich ja alles. Vielleicht gibt es später nochmal einen Geheimbereich mit einem Extra-Boss. Wirklich keine Ahnung, wo ich da einen Gegner übersehen haben sollte. Und ich war dreimal auch drin. Und diese Kreaturen, die wir unten sehen, die sind eben interessant, weil man kann hier farmen. Zwar keine Erfahrungspunkte, sowas gibt es ja gar nicht. Ich glaube, ich habe vorhin auch Erfahrungspunkte gesagt, aber sowas gibt es ja hier tatsächlich nicht. Wir kriegen nur Seelen und man kann eben durch einen seltenen Drop ein Item bekommen, was eben der Gegner fallen lässt, was zu seiner Gattung gehört. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen cool. Wir haben nämlich Kreaturenkerne, also heißen die Dinger. Es sind Kreaturenkerne. Natürlich, ein Kern von einer Kreatur ist ein Kreaturenkern. Und die Kreaturenkerne kannst du hier in so einem Diagramm eintragen. Also das finde ich schon ziemlich cool. Das heißt, wir können jetzt hier unseren Strive und unseren War einfach so ein bisschen pimpen, wenn wir auf Kreaturenjagd gehen. Das hier ist ein Hauptplatz, da kann ich reinsockeln, was immer ich möchte. Wir sehen, wir haben drei Abzweigungen, einmal nach rechts, einmal nach unten und einmal nach links. Ich habe mich jetzt für links entschieden, weil ich will nämlich hier hin. Dieser Endboss, den wir hatten, das war der hier, der Abgrundteufel. Den habe ich jetzt auf Stufe 3 gebracht, da steht es Level 3 Angriffskraft und 15 erhöht. Und ich habe jedes Mal, wenn ich den besiegt habe, diesen Kern bekommen. Heißt also übersetzt, wer diesen Kern haben möchte, muss dreimal das gleiche Level spielen. Das ist so lahm, das ist wirklich so lahm, aber auf diesen Prozentsatz wollte ich jetzt nicht verzichten, weil es sind 15%. Einmal besiegen und einen Kern bekommen, gibt dir 3,5%, ein zweites Mal 7% und dann fast nochmal das Doppelte obendrauf auf 15%. Naja, da habe ich dann schon nochmal das Level gespielt, obwohl ich keinen Bock hatte, weil ich einfach erhöhte ATK haben wollte. Und die kannst du eben nur hier in den großen Plätzen reinhauen. Und dieser Abgrundteufel,
Wir gucken noch mal rein. Ich nehme das mal raus. Jetzt seht ihr dahinter, da ist doch ein Herzsymbol und hier ist ein Schwertsymbol. Das hat einen bestimmten Sinn. Wenn ich jetzt hier einen großen Kreaturenkern reinsockel, der auch das gleiche Zeichen hat, das haben wir jetzt nicht. Ich habe ein Schwertsymbol. Der Abgrundteufel ist anscheinend eine Kreatur, die eher Angriffstyp ist. Und dann kriegen wir nochmal irgendwie einen Bonus. Da unten steht Gesundheit. Wählen den passenden Platztyp, um den Kern-Bonus-Effekt zu aktivieren. Ich weiß aber nicht, was der Kern-Bonus-Effekt ist. Wir kriegen nochmal irgendeinen Bonus, wenn der Abgrundteufel jetzt vom Typ Herz wäre. Ist er aber nicht. Also seinen Bonus kriegen wir schon. Es gibt also einen Kern-Bonus und es gibt einen Sockelplatz-Bonus. Und wenn ich jetzt diesen Abgrundteufel hier reinhauen könnte, dann würde ich da unten einen Angriffsbonus nochmal bekommen. Und das ist cool, also das mag ich, aber das Gefarme dazu, das mag ich überhaupt nicht. Und jetzt macht es nämlich auch Sinn, dass wir so oft die Monster besiegen und die auch immer die gleichen Items, die Kerne fallen lassen. Weil die können in der Stufe steigen. Und schaut mal, unter jedem dieser Kreise, hier beim Schwert zum Beispiel, unter dem Schwert ist ein Punkt, seht ihr das? Hier unter Legion, unter dem Kreis ist auch ein Punkt. Hier sind aber zwei Punkte, hier sind auch zwei Punkte und hier sind sogar drei Punkte. Das sind die Stufen. Wenn du also ein Monster immer wieder besiegst, steigt ja der Kern irgendwann in der Stufe auf. Und wenn du dann einen Zwei-Sterne-Kern hättest, dann könntest du ihn jetzt auch hier reinsetzen und würdest dann eben den größeren Bonus bekommen. Also man kann hier so ein bisschen rumexperimentieren, wenn man irgendwann ganz, ganz viele Monster besiegt hat. Und da ich das so schön finde, ihr wahrscheinlich nicht, weil euch interessiert das überhaupt nicht. Aber das musste ich einmal durchgehen, weil somit wird ja auch etwas klarer das ganze Spiel geschehen. Aber ich sag nochmal, ich bin wirklich kein Freund von dem erneuten Durchspielen der ganzen Sachen. Das ist echt mega, mega lahm. Das heißt ja jetzt für mich, wir machen die heute Folge einfach mal so. Wir gehen hier rein in die Schlackegrube. Die Schwierigkeit, die lassen wir auch auf schwer. Warum denn nicht? Wir haben nur 10 Fährmannsmünzen, Aufwerten 2, Tricktür 1, Trickschlüssel gibt es 3, nur 4 Monster, scheint ein kleines Gebiet zu sein. Machen wir mal. Und dann werden wir einfach durchspielen, denn ich muss da sowieso noch ein zweites Mal rein. Das kann ich dann offscreen machen. Also ich muss mich jetzt ja nicht damit belasten oder mir Mühe geben, dass wir alles hier schön im Let's Play finden. Screams of suffering, cages, yep, we're definitely in a dungeon. Ah, und ihr habt's gehört. Ich habe das mal umgestellt, ich bin auch mit den Sound-Einstellungen immer noch nicht ganz so zufrieden, aber die Stimme von ihm in Englisch gefällt mir 1000-mal besser. Habe ich in der zweiten Folge gemerkt, also ich sag nochmal, ich finde die deutsche Vertonung ist okay, die englische ist aber besser. Und es mag sein, dass die japanische, vielleicht ziehen wir uns die auch einmal noch rein, auch besser ist, aber mit der englischen, die finde ich sogar richtig gut. Die finde ich so gut, dass ich die gern lassen möchte und deswegen lasse ich die auch erstmal, es sei denn, ihr alle wollt es in Deutsch haben, dann beuge ich mich der Mehrheit, weil die ist ja auch okay. Aber wir alle können ja lesen und ich glaube, ein bisschen Englisch verstehen, das müssten wir ja auch. Also hoffe ich einfach mal hier Kreuz in den Fingern und so, dass wir dabei bleiben. Schmerzensschreie, Käfige, ja, wir sind doch nicht in einem Verlies, sagt Strife. Okay, allein das, dieses Gelache. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, wer ihn spricht, aber das ist mega authentisch. Es waren nur zwei Sätze und diese zwei Sätze sind schon so überzeugend, das kriegt eben unser deutscher Kollege nicht so gut hin. Das ist leider so. Wahrscheinlich wäre das bei den Japanern noch viel, viel aufgedrehter. Was ist das hier? Ist das doch so ein Portalpunkt? Das wäre ja schön. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das? Irgendwas Festgenietetes? Sieht ja aus wie so ein Eingang oder ein Ausgang. Bomben können aufgehoben und geworfen werden, um Stachelbomben zu zerstören. Und wie mache ich das? Also ich weiß, dass ich die nicht lange in der Hand halten darf. Ach so, hier ist ja gleich die passende Mauer, alles klar. Mich gerade weggefetzt?
Oh, das sind aber richtig ekelhafte kleine Feuerwesen. Wenn ich die besiege, dann darf ich ja noch nicht mal über die rüberlaufen, weil die irgend so eine Lavapfütze hinterlassen. Aber das muss ich mir einbringen. Und das Ding da hinten, das kann ich doch bestimmt auch zerstören, oder? Das ist da bestimmt irgendein Secret. Ich könnte auf die Karte gucken, machen wir auch gleich. Ja, hier ist doch was. Was ist denn das? Was ist das? Eine eiserne Kammer. Oh, und diese Kamera, ich hasse sie einfach. Was mache ich jetzt mit der Kammer? Kann ich irgendwas machen? Festungsruine. Eiserne Kammer. Hä? Ach, oder sag jetzt nicht, wenn ich hier runtergehe, ist es die eiserne Kammer und vorher war ich in der Festungsruine. Das hat ja jetzt mit diesem Ort da hinten nichts zu tun. Ist das der Grund? Das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Vielleicht muss ich da auch nochmal was reinschmeißen, ne? Weil es sieht da so aus, dieses eine Symbol. Das kennen wir ja noch von... von unseren Stärkungs-Items, also unser Gesundheits-Power-Upgrade oder Zorn-Upgrade, hat ja genau das gleiche Symbol. Ich kann aber hier nichts machen. Vielleicht kann der andere Kollege mit draufhauen irgendwas machen? Eiserne Kammer. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir irgendeine Fähigkeit, die später hier des Rätsels Lösung sein wird. Und da sind wir wieder bei dem Punkt... wir müssen ja sowieso alles nochmal von vorne spielen, also von daher... ach, wir haben noch nicht mal eine Karte. Stimmt, die kriegen wir erst irgendwann später. Oh, ich glaube, die sollte ich auf gar keinen Fall von nahen attackieren. Das ist ja der totale Fail. Schlackefloh. Chance von 25%, dass Feuerflow-Explosion Spieler nicht unterbrechen. Das könnte ich ja zum Beispiel eben reinsockeln in das Diagramm, was wir vorhin gesehen haben. Und ich habe auch beim zweiten und dritten Spieldurchlauf gemerkt, ich mag es dann doch eher mit Strive rumzuziehen durch die gesamte Gegend. Wir bräuchten hier irgendeinen Feuerwiderstand. Aber ich sag nochmal, ich weiß wirklich nicht, ob das so ist, dass es hier funktioniert, dass man einfach eine höhere Ausbeute hat, weil man einfach auf einer höheren Schwierigkeitsstufe spielt. Es wäre zu begrüßen, es wäre auch schön. Und das sieht auch so aus, als könnte man zerhauen hier. Oh, es ist eine Falle. Vielleicht wird der Feuerball auf uns dann losgelöst, wenn wir irgendwas Mieses machen. Und hier ist ein Schlüssel. Ich habe mal den von Vulgrim überhaupt nochmal... ein weiteres Mal gekauft. Und mehr hat er auch nicht. Destroy it all. Ja, ich mach mal hier ein paar Spezialmunitionsshots. Da sind wir leider einmal zu viel gedasht. Und der hat zu viele Lebenspunkte, obwohl wir schon einen ATK-Schub bekommen hatten. Aber wir spielen auch auf der Stufe schwer. Apokalyptisch gibt es ja noch nicht. Und damit ist er auch weg. Wir haben nicht ganz so viele Lebenspunkte verloren. Und ich habe mir auch noch ein paar Tackle gekauft. Ihr seht, ich habe jetzt 4 Stück. Wir haben ja schon in den ersten Runden überhaupt nichts an Tränke fast verbraucht. Also fast nichts. Ich glaube, einmal haben wir einen gebraucht. Ja, wobei, so wirklich gebraucht haben wir auch nicht. Aber sicher ist halt sicher. Und dann haben wir aus Versehen ein zweites Mal den nochmal benutzt. So, und hier werde ich erstmal alles wegbomben, bis irgendwann bestimmt hier auf der anderen Seite irgendwas übrig bleibt. Ach, das kann ich gar nicht hier zerfetzen. Wir haben jetzt Schaden genommen? Wieso haben wir jetzt Schaden genommen? Die waren auch mega weit weg vom Radius. Naja, und dass da jetzt ein Geheimversteck gewesen ist, das war ja auch klar. So, wie wir sehen wieder hier an. Ja, und damit, Sesam, öffne dich. Ich weiß nicht, ob man hier rüberspringen kann. Also überall sieht es so aus, als wäre es Verstecke. Aber
Wir müssen ja eh nochmal durch. Das werden wir hier in der heutigen Folge sehr oft sagen. Bis es auch der Letzte begriffen hat und hier wird dann wieder ein Gespräch stattfinden. You know, if Lucifer is as dangerous as the council says he is, why they send just the two of us? Naja, ich meine, wir sind die Reiter. Ein Reiter reicht aus, um eine ganze Welt einzunehmen. Ich meine, wir haben in den ersten drei Teilen gesehen, wozu ein Reiter in der Lage ist. Ich finde, warum ausgerechnet zwei Reiter und nicht nur zwei Reiter? Death and Fury attend to other matters. It is not our place to question the will of the Council. It's not my place to question your wardrobe, but I still think your armor could use some more creepy faces on it. Must everything be a joke to you? The Council? You really need to lighten up. The Council this and the Council that. You want to hear an actual joke? No. Nein. Knock, knock. You're supposed to say, who's there? Why would I give away my location? I would simply smash through the door and face my assailant. You're hopeless. Richtig gute Antwort. Knock, knock. Ja, ich tritt einfach die Tür ein. Was haben wir hier? Wir haben Wegpunkte. Schlackhaufen. That's Volgrim's artifact? These glyphs indicate some kind of locking mechanism. It seems our mission is more difficult than we thought. When is it ever easy? Aber warum sollte irgendjemand Volgrims Artefakt klauen und es so offensichtlich hier verbarrikadieren? Wer ist denn so dumm und zeigt das Artefakt direkt? Es hätte ja auch hier schon zu sein können. Ich meine, da will doch geradezu jemand, dass wir das Rätsel hier lösen. Vielleicht ja Volgrim selber, vielleicht macht er einen Test mit uns. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal in die verschiedensten Himmelrichtungen und dann mal gucken. Was war das denn? Dieser eine Vogel, der ist da vorhin schon irgendwie andauernd weggeflogen. Da stimmt da vorne und hinten was nicht. Und da haben wir auch schon die Karte. Die werden wir uns direkt mal angucken. Mal gucken, wie groß das Gebiet hier eigentlich ist. So, mal schauen, wir sind von da unten, nee, von hier oben sind wir gekommen. Hi, und hier ist einiges noch zu holen. Die Tür war verschlossen, wir haben hier auf jeden Fall alles erstmal eingeheimst. Da ist noch der zweite Schlüssel, sehr interessant. Und hier ist der Bosskampf. Das werden wir alles heute holen, weil ihr seht, die Gebiete, die sind jetzt nicht so groß und das ist okay. Wenn die Gebiete, also die Kapitel, was ja die Gebiete darstellen, nicht so megamäßig groß sind, dann habe ich auch überhaupt kein Problem, das alles hier zu spielen. Und ich muss hier irgendwas rüberschießen. Was kann ich jetzt hier hinschießen, dass das Ding explodiert? Weil wir haben ja nichts. Oder hat der gute War irgendwas noch zum Schießen? Kann ich rüberspringen? Ah! Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist nur so Deko, auf die man gar nicht hopsen kann. Na bloß gut, die Kamera hat sich noch ein bisschen weiter weg bewegt. Also ich weiß, wir können hier schon mal Feuer anvisieren, aber was dann? Ach nee, die sind aus, da hinten ist Feuer. Da müssen wir hier im Kreis stehen. Oh, zurück. Alles klar, alles klar, alles klar. War das gerade ein Luftangriff? Das wusste ich auch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sehr effektiv ist, dass man in der Luft einfach nach oben, nach oben springt und dann nach unten einfach so einen Move macht. Der Schaden schien sehr groß zu sein und zwar so groß, dass es sich lohnt, diesen Skill oder diese eine Mechanik vom Angriff öfter mal zu benutzen. So, und hier haben wir jetzt auch diesen einen Ball. Okay, den werden wir aber noch nicht benutzen, ne? Wir machen erstmal Folgendes. Weil wir sehen, wir haben da ganz, 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 ganz viele Flämmchen, die anzumachen sind. Und genau das machen wir auch am Anfang. Weil es sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir Zeitdruck. Wir können sogar noch nach da oben. Habt ihr gesehen? Ist das Ding hier versperrt oder wie? Ich kann es noch nicht aufmachen. Okay, also so eine Truhe ist natürlich nice. Zornkraft um 2,5% erhöht.
Weil das lässt sich doch recht schnell farmen, wenn man den Bock auf Farmen hat. Aber das werde ich hier auf gar keinen Fall machen. Ich kann jetzt hier die Tür öffnen und das werden wir auch direkt mal. Ah, schießen muss ich bloß noch. Oh, gleich direkt mal 3 Fährmannsmünzen, ne? Damit könnte ich mir bei Vulgrim wieder was leisten, ne? Ja, ist die Frage, was machen wir zuerst? Wir könnten nach oben. Ja, der Tipp mit dem Feuer, das wussten wir schon. Oder wir zerstören erstmal hier alles, was geht und gucken, ob wir da noch irgendwo was looten können. Ich denke schon, dass man das machen kann, oder? Aber wir müssen ja bloß nach drüben hauen, hier das Ding. Ach so, und jetzt müssen wir es noch anzünden. Was haben wir jetzt geschafft? Was ist das hier? Ach, das ist das eine Symbol, was auf der anderen Seite war. Und damit haben wir das Siegel entsiegelt wahrscheinlich. Jetzt ist es aus, bestimmt. Ja, wir haben es unterbrochen. Und wir hatten vorher auch schon das erste Symbol unterbrochen. Okay, das machen wir mit den anderen beiden auch noch. Und dann werden wir es wohl in der Mitte freischalten können. So, und hier komme ich erstmal nicht hoch. Warum kann ich da noch nicht lang? Warum? Ob wir von der anderen Seite da hinkommen? Oder ob hier noch so ein Mechanismus ausgelöst werden muss? Vielleicht? Guck mal hier, Feuer und Feuer. Vielleicht passt das ja zusammen. Es klebt zumindest schon mal dran. Nee, hat keinen Einfluss. Also die Idee war schon mal eine ganz schlechte. Hier drüben haben wir aber auch nichts mehr. Naja, dann lassen wir es erstmal, weil ich komme nicht nach oben. Ich würde mich hier normalerweise noch etwas weiter umsehen. Aber es eilt ja nicht. Das werde ich alles dann im zweiten Durchlauf dann stemmen. Was ist das hier? Wieder der Vogel. Oder kann das sein, dass das diese seltenen Monster sind, die auch im ersten Gebiet schon waren, dass ich einfach diesen Vogel übersehen habe, weil ich den von weiter weg attackieren muss? Ich krieg doch bestimmt seine Steine, seine Kerne, bloß indem ich mich ranpirsche und ihn dann ummuchse. Oder eben von weiter weg mit dem guten alten Strive ausschalte, oder? Ich denke schon. Ich denke, das wird hier so funktionieren, dass ein paar Monster auch nicht einfach nur so Larifari besiegt werden können. Okay, wir haben es noch geschafft zum Stamm. Mal kurz fallen lassen. Dann gehen wir einmal nach rechts rüber. Vielleicht kannst du ja wirklich von hier aus irgendwas machen. Weil wir sind ja in der Nähe des ersten Gebietes. Was war denn das? Da ist irgendwas rausgekommen. Das war auf jeden Fall irgendeine Falle. Habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Mechanismus ist, der uns ausknipst. Also ich muss hier einfach nur abwarten. Okay, dann machen wir es jetzt ganz schnell. Ja, das heißt auch für die Zukunft, ich sollte vielleicht erst gucken, wo ich hinspringe, ob da irgendwas ist, irgendeine miese, getriggerte Falle. Oder nicht, da oben ist das nächste Symbol, also ich muss hier wieder klettern. Oh, und die Feuermonster, also die sind schon etwas ätzend. Oh, das ist genauso ätzend. Also ich weiß nicht, wer von euch hier schon das Spiel spielt, aber es ist immer wieder katastrophal, dass man aus dem Schießen nochmal die Taste betätigen muss, dass der aus diesem Visier rauskommt. Das ist total komisch. Keine Ahnung warum. Hier zum Beispiel. Du willst rüberspringen. Nein, du musst einmal noch die Taste drücken, dass der die Waffen ablegt. Und das ist ungewöhnlich, denn in den meisten Spielen, die ich kenne, da ist es so, dass wenn du den R-Button, also den rechten Analogstick, nicht den R-Button, wenn du den einfach aufhörst zu drücken, dann hört er auch auf und zielt nicht mehr auf den Gegner. Aber der macht das hier doch sehr oft, dass er einfach weiter zielt. Und dann willst du springen, weil es ja schnell gehen muss. Und dann springt er aber nicht, weil er selber noch vor, diesen Gegner anzuvisieren. Das ist ganz komisch. Oh, es gibt irgendeine Tastenkombination, die ich drücken muss. Und was ist das hier überhaupt hier? Das sind Tränke, wa?
Ja, wir brauchten bisher noch keine Tränke benutzen, ne? Und wir haben auch noch nichts großartig verloren an Lebensenergie. Also wir stellen uns anscheinend noch nicht ganz so blöd an. Aber wir hätten hier zumindest eine Möglichkeit. Und das sieht doch auffällig aus. Das kannst du auch 100% zerstören hier. Das ist doch nicht nur Deko. Irgendwas ist dahinter. Zornpunkte haben wir genug. Und das muss ich hier nach drüben kommen. Greife entfernte Objekte mit einem Geisthaken an. Dafür ist jetzt die Hand da. Okay, und dann muss ich es einfach sofort auf Fix rüberschmeißen. Das war richtig schlecht. Ich denke, ich wechsle mal hier auf unseren anderen Helden. Was denn du? Wir sind runtergefallen. Wieso ist der runtergefallen? Das war auch schön daneben. So, wir müssen nur ein bisschen so. So ist gut. Das müsste funktionieren. Okay, damit haben wir den Weg schon mal freigehauen. Einmal rüberschwimmen, dann nach oben und dann haben wir auch die nächste Abkürzung und auch das nächste Symbol. Ja, finde ich gut. Das war jetzt nicht ganz so kompliziert. Das davor war jetzt aber auch nicht so kompliziert. Damit haben wir zwei Symbole. Und die große Frage ist, wer steckt hinter diesem üblen Rätsel? Wer will, dass wir so einen Aufwand betreiben, nur um ein Artefakt zu bekommen, was uns ja noch nicht mal wirklich gehört? Also warum geht nicht einfach Ruhlgrim selber hier hin? Oder kann er nicht? Muss er in seinem Schlangenloch bleiben? Man weiß es nicht. Fragen über Fragen. Aber wie praktisch, dass seine Schlangengrube uns direkt hier auch hinführt. Da, den werden wir jetzt mal ausknipsen. Hat auch gereicht. Und jetzt überlegt mal, wie oft sollte man jetzt hier reingehen und das Level neu starten, nur dass man diese Vögel immer wieder besiegt in der Hoffnung, dass die irgendeinen Kern fallen lassen. Der hat bestimmt so einen ultimativen, seltenen Kern, der auch Sinn macht und bestimmt mega stark ist. Den man auf jeden Fall haben sollte, weil das ganze Spielgeschehen dadurch noch vereinfacht wird. Oh, und wir gehen immer nach oben. Es war ein Fehler. Wir hätten die Treppe meiden sollen. Erstmal hier in aller Seelenruhe die ganzen kleinen Feuermonsterchen besiegen. Und wir haben genau zur richtigen Zeit den Spezialskill aktivieren können. Ich muss gestehen, das war ein guter Move. Das war ein wirklich guter Move. Ich überlege auch gerade, ob ich... Nein, das gibt's doch gar nicht. Wir fahren aber auch sehr leicht runter. Als ob der abrutscht. Also ich sehe, er steht ja an der Kante. Aber ich drücke in die völlig entgegengesetzte Richtung. Und nein, wir kriegen auch hier so viele Heil-Items, dass es gar nicht notwendig ist, auf einen Trank zurückzugreifen. Aber wenn das Gegneraufkommen genauso bleibt, wie wir es jetzt haben, dann müsste ich bei diesen Enggebieten eher... Gibt's doch nicht. Ist mir beim ersten Gebiet auch passiert. Was aber auffällt, hier in dem schweren Modus wird man doch härter bestraft, wenn man einfach nach unten stürzt. Ich könnte jetzt auch hier stehen bleiben, denn ich habe mir bei Vulgrim so eine Lebensregenerationsfähigkeit gekauft. Eine kleine. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Also ich könnte jetzt just for fun hier einfach stehen bleiben und gucken, ob oben links sich was tut. Und dann mal die Zeit stoppen, wie lange ich jetzt hier stehen bleiben müsste, bis sich meine Lebensenergie automatisch von selbst geheilt hat. Aber ich glaube, da tut sich gerade nichts, oder? Kann das sein? Muss ich in Bewegung sein oder geht das nur... Oder habe ich das nicht? Oder habe ich einfach diesen Effekt falsch verstanden? Na, auf jeden Fall, um hier nochmal auf diese Klettermechanik einzugehen... Das ist mir auch immer wieder passiert, als ich in Gebiet 1 zurückgegangen bin. Man ist so schön hier am Sliden und drückt dann automatisch den X-Knopf. Aber das Ding ist, unser Held springt nur dann geradeaus nach oben, wenn du wirklich keine Richtungstaste gedrückt hältst. Das ist mega schwer, das wirklich auszublenden, dass man einfach nichts drücken muss. Das hier ist auf jeden Fall eine Falle. Das schreit auch schon nach Monstern. Das war ein Fehler, das war echt voll lame. Aber wir konnten ihn dranziehen. Ich bleib auch schön stehen.
Ah, ich sehe, er attackiert mich in der Natur. Was mache ich? Ich bleib einfach stehen, weil ich denke, ach komm, der zieht mir so wenig ab. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir wechseln dann doch mal auf Swipe zurück. Er hat ja auch noch ein paar Spezialskills. Boah, bester Skill ever. Es ist so geil. Vor allem diese Schattenklone, die sind so einfach OP, weil die lenken den Gegner ab, machen dazu auch noch extra Schaden und dann kann ich auch noch in aller Ruhe selber überlegen, wie ich noch Schaden mache. Und ich muss nicht nah an den Gegner ran, bin also außer Reichweite seiner Angriffe. Das ist, also Strife ist bis hierhin der bessere Charakter. Es kann sein, dass irgendwann der gute War eine so große Angriffskraft bekommt, dass es mit ihm dann mehr Spaß macht, oder er kriegt dann, wie es bei einem Barbaren-Skill oft üblich ist, so eine Fähigkeit, dass pro Schlag Lebensenergie abgezogen werden kann, ist bei Darksiders aber dann auch sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und damit haben wir auch das letzte Symbol freigeschaltet und jetzt kommt bestimmt gleich noch ein Endfight. Deaktiviere die letzte Rune. Die war also noch gar nicht deaktiviert. Das müssen wir erstmal machen. Wir müssen nochmal zurück. Aber das Level-Design gefällt mir schon viel mehr, weil das sind nicht so große Gebiete, es ist alles so in sich geschlossen, finde ich gut. Es sind keine extrem langen Laufwege. Und da ist er, Keulenschwinger. I think we found our target. Ich glaube, wenn ich runterfalle, dann macht mir das sogar noch mehr Schaden. Was wir aber nutzen können, das sind die Minions. There is no escape. Boah, ich hoffe, dass die auch irgendwann mal nicht spawnen. Dass die mich auch mal in Ruhe lassen. Ja, ich glaube, meine Strategie ist und bleibt hier auch, dass ich mich erstmal auf die Minions konzentriere und dann, wenn wirklich Luft ist, schießen wir auf den großen, üblen, dicken Panzer da. Naja, ein paar Treffer kriegt er schon noch. Ich glaube auch nicht, dass wir den irgendwie runterschubsen können, oder? Ich würde es gerne probieren. Ich würde ihn gerne jetzt hier so an die Kante locken und um dann mal so einen Move zu machen. Ah, dass er den dann einfach runterschubst, aber ich glaube, das wird hier nicht funktionieren. Und ihr habt es gesehen, dieser Spezialschuss ist hier sehr hilfreich. Also einmal ausweichen reicht vollkommen aus. Ja, und so ist das schön. Guck mal, dieser Bosskampf. Nein, hat er uns erwischt. Da hat er uns erwischt. Jetzt war ich gerade so überwältigt von diesen Kernen, die Gegner haben fallen lassen. Kriegen wir trotzdem hin. Hat er uns trotzdem getroffen? Irgendetwas hat uns, glaube ich, erwischt. Habt ihr das gesehen? Dieser Elementarschuss, der hat auch die Fähigkeit, dass wir die alle zurückstoßen können. Der hat eine Knockback-Fähigkeit. Und kann das sein, dass der diese Feuermonster auch selber besiegt? Ohne Rücksicht auf Verluste, die Untertanen. Die werden einfach mal direkt platt gemacht von ihm selber. Aber ist okay. Ah, er hat die Hälfte schon verloren. Ich habe keine Ahnung, ob er noch eine kritische weitere Phase hat. Aber wenn er bei dem bleibt, was er jetzt macht, dann ist das okay. Weil damit komme ich hin. Wir müssen nur immer schön weit weg von dem.
Und aufpassen, dass eben diese explosiven kleinen Minions uns nicht erwischen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ja, man könnte es sich jetzt hier extra schwer machen und versuchen mit War das Ganze zu besiegen, aber... Warum? Warum schwer machen? Ashes to ashes. Und ich habe keine extra Geschosse mehr. Ich müsste hier mal wieder ein bisschen was aufsammeln. Run if you can. Ah, ich brauche nicht One, mein Freund. Ausweichen, if you can. Dodging. Und da ist er weg. Er ist gleich weg. Hat auch mal jemand drauf geachtet, was passiert? Ob der auch Schaden bekommt, wenn diese kleinen explosiven Dinger da irgendwie also genau vor ihm hochgehen? Not so troubling now. Recover the artifact and let's be on our way. And here I thought you were warming up to the place. Unrat-Dämon. Spritten hat eine Chance von 25% eine Lavaspur zu hinterlassen. Für 5 Sekunden, je nach Zornkraft, sehr leichten Schaden zufügt. You know that your humor escapes me. All humor escapes you. Wonder what this thing's really worth. Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte, dass die anderen einsacken. Mist. We could convince Volgrim to throw in a little extra. The artifact in exchange for information. Man, he should be leading us by the hand right to Lucifer's doorstep. Let us return to Volgrim then. For his sake, I hope we find his generosity greatly improved. Und das war tatsächlich schon Kapitel Nummer 2. Das ist viel kürzer gewesen als noch im ersten Kapitel. Aber ich denke, das lag auch eindeutig daran, dass wir uns da viel, viel mehr mit der Welt auch intensiver beschäftigt haben, weil wir die ganzen Skills erstmal rauskriegen mussten, wie was funktioniert. Und ja, so langsam, jetzt sind wir in Folge Nummer 3 angekommen und... Jetzt hat man für sich, denke ich, auch bereits herausgefunden, wie man am ehesten hier durchspielen möchte. Also bei mir ist es ganz klar, ich werde den Fokus sehr stark auf Strife legen. Mit War mache ich dann immer nur einen Wechsel, wenn ich gerade merke, okay, es sind gerade sehr viele Gegner auf einmal, dass ich hier kurz diesen mache und dann mache ich seinen Spezialangriff. Das heißt, er müsste die ganzen Zorn-Erweiterungen bekommen, weil das braucht... Ah, naja, wobei doch Strife braucht das ja auch. Sein Effekt, diese Schattenklone sind einfach zu OP. Mit dem kannst du ja alles wegfetzen. Wir brauchen irgendwas, das war wie bei Teil 3, als wir Fury gespielt haben. So gegen Ende, da war es auch immer öfter sinnvoller, eher Magie zu benutzen, als die Standardangriffe. Da haben wir es immer über diese Konter gebacken bekommen, einen richtigen Boss zu legen. Und hier geht das eben nicht. Du hast ja keine Konter, es ist wirklich... Ja, mit der Draufsicht sind die Kämpfe halt nicht so spektakulär leider, wie noch in den anderen Teilen. Also es macht Spaß, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie lange noch? Ich möchte nämlich die Gebiete wirklich nicht hier tausende Male erneut machen. Also einmal werden wir es auf jeden Fall noch machen. Ich gehe mal hier auf die Karte und schaue mal, was wir da jetzt alles frei haben. Wir könnten jetzt bestimmt hier nach oben gehen und dort noch ein bisschen was looten, oder? Da ist doch 100 Pro die Tür jetzt geöffnet. Oder brauchen wir da wieder irgendwelche Schlüssel? Warum sind da jetzt die Minions gerade gespawnt? Verstehe ich auch nicht. Hätten die nicht schon vorher kommen müssen? Und wir haben auch immer noch keinen Trank gebraucht. Ja, wir waren hier falsch. Ich versuche mal auch mit dem Pferd zu reiten, aber ich glaube, das geht ja nicht, oder? Nee, geht nicht. Aber der Weg zurück, der muss einfach sein. Wir können nicht einfach direkt zu Volgrim, weil ich will wissen, was sich da hinter der Tür verbirgt. Boom.
Naja, auch wenn wir die Tür nicht öffnen können. Für einen Kern hat es aber trotzdem gelohnt. Ist das jetzt so eine Art Schatzkammer? Strahlschuss. Eine Kugel für jeden Anlass. Finde Strives 5, was? Keine Ahnung. Feuert einen Energiestrahl ab, der schnell Schaden zufügt und die Superserie schneller aufbaut. Superserie, ein mächtiger Strahl durchdringt Gegner und fügt höheren Schaden zu. Passiv, erhöht dauerhaft die Angriffskraft für jeden erlangten Munitionstyp. Das ist eine neue Munition. Nice. Strahlschuss, feuern, Superserie. Alter, die Superserie sieht schon wirklich super aus auch. Also die macht dem Namen alle Ehre. Das wird sofort ausgetestet. Aber das ist tatsächlich wie Diablo. Die haben sich ja einiges von Diablo abgeschaut, so von den Skills her. Als ob man gerade den Dämoniker spielt, so ein bisschen. So, wie war denn das? Mal gucken, wir konnten hier irgendwas auswählen, indem wir R drücken. So, jetzt Strahlschuss. Vor allem, wieso steht denn da eine 2? Munitionsplatz. Ach so, weil es der Munitionsplatz 2 ist. Das muss ich bloß noch auswählen. So. So wird ein Schuh draus. Weil dauerhaften Schuss brauche ich auf jeden Fall. Wir können den zwar mal trotzdem testen. Ja, hat schon was. Also der Strahl an sich. Wenn der dauerhaften Schaden macht, ist das schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, wenn ich hier, wo die ganzen Leute herkommen. Da habe ich immer so das Gefühl, dass die Energie sofort leer ist. Naja, und bei dem anderen hat es ja nur ein paar Schüsse. Also das ist auch jetzt nicht so in Massen vorhanden. Also das Beste ist hier bei der Klasse auch immer noch der unendliche Schuss. Den werden wir wohl auch immer wieder benutzen, ne? Und dann nur in Notsituationen die anderen Strahle einsetzen. Ne? Ja, kurz noch ein paar Seelen abstauben. Boah, 5. Ey, es hat sich richtig gelohnt. Bloß gut, wir sind hier nochmal reingegangen. Weil das werden wir alles dann direkt bei Vulgrim wieder vertauschen gegen irgend so einen sinnlosen Kram. Und mich ärgert, dass ich schon ein paar Punkte ausgegeben habe für die Tränke. Das war total idiotisch, weil so wie es aussieht, brauchen wir die gar nicht. Das Spiel ist jetzt nicht so schwer, dass wir da Schwierigkeiten haben. Momentan zumindest noch. Ich meine, wir sind auch erst am Anfang. Aber wir kennen die ganzen Spiele von Darksiders. Und es gab nie irgendwie mal einen Boss, der mega einfach gewesen ist. Ja, ich sag nur bei Darksiders 2 zum Beispiel, da war auch gleich der erste Eisgolem, den wir da hatten, wenn du da auf Apokalyptisch gespielt hattest, naja, dann hast du eben auch eine schöne Herausforderung gehabt. Und das hast du hier eben leider nicht. Also noch schwerer können wir es uns leider nicht machen. Es sei denn, wir verzichten auf sämtliche Upgrades. Aber, nee, ich will ja. Also ich will ja auch direkt meinen Charakter sehen, wie er immer stärker wird. So, und was ist das jetzt für eine Statue hier in der Mitte? Wer ist das? Ist das Samael? War das der Typ, mit dem wir am Anfang gesprochen haben, oder nur ein weiterer belangloser Gehörnter, der einfach nur Schimelden hat? Da oben ist nochmal ein Punkt für ein paar Tränke. Gehen wir auch direkt mal hoch. Vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen Zornpunkte wieder. Nee, das ist alles hier für Munition. Ich wüsste auch zu gerne. Hier steht B. Ich kann B drücken. Ich drücke B. Aber es passiert nichts. Seltsam. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ich wüsste zu gerne, ob denn diese unterschiedlichen Strahlarten auch wirklich bei bestimmten Gegnern einen anderen Effekt haben. Ach, das ist... Ich kann hier irgendwas aktivieren, dass es nach oben geht. Weil da oben war ja der Schlüssel. Habt ihr gesehen? Da ist ein Trickschlüssel. Dann muss ich hier die Nieten einfach aufhauen. Geht das? Er sieht ja so aus, als wenn das hier so reingeschraubt wäre, dass irgendjemand das da was dagegen machen muss. Vielleicht kann War irgendwas machen. Kann er irgendwas hinschießen?
Sieht auch nicht so aus. Naja, wir könnten versuchen, einfach das dahin zu schleudern. Nee, wir können es nicht auf den Boden werfen. Vielleicht hochspringen und dann eine Attacke. Hilft auch nichts. Wir brauchen irgendeine Fähigkeit. Wir werden hier irgendwas noch machen müssen. Also merken wir uns mal die Stelle. Wir gehen mal auf die Karte. Ja, ich wollte eigentlich alles hier erstmal sowieso sein lassen. Aber so wie sich das jetzt gestaltet, haben wir... Oh, da. Da sind noch ein paar Schlüssel. Das würde ich mir dann schon gerne holen. Aber es kann sein, dass wir das später noch... Ach, ich mach das eh nochmal. Also ich gehe jetzt erstmal zu Wohlgrim zurück. Mal gucken, was er zu erzählen hat. Und dann war's doch für die heutige Folge. Wir müssen es ja nicht in die Länge ziehen. Und ich werde diesen Endboss sowieso noch zweimal besiegen müssen. Gehe ich ganz stark davon aus, dass ich auch da von ihm die besten Erweiterungen habe. Dass seine Kerne auch in guten Händen sind. Und die wollen wir ja aufpimpen auf Level 3 natürlich. You've done it! Yes, yes, give it here, Horseman. You're pretty excited over a shiny rock, Volgrim. But to each his own. A shiny rock, is it? Ja, wir haben das Falsche bestimmt. Look closer. Ooh, find me some room to stretch my legs. What are you all looking at? Das ist eine weitere Persönlichkeit. Das ist aber jetzt nicht seine Olle, oder? Oh, Volgrim. You're alive. Looks like our arrangement still stands. Ein Arrangement, was auch immer die beiden miteinander zu schaffen haben. A prison? Is this how you treat all your business associates? Noted. None of this matters. We must find Lucifer. Lucifer? What do you want with that piece of work? All things are connected, Horseman. Dis was captured while seeking an item of great importance to Lucifer. She is duty-bound to me. That's one way to put it. What is this item Lucifer seeks? It's called the Ember Core. Contains the power of 1,000 suns. The usual stuff to get a demon all hot and bothered. Also eigentlich nur so eine richtige Energiequelle, kann man sagen. Aber was will Lucifer mit einer großen Energiequelle? Wozu braucht er das? So I'm guessing it would throw a wrench in Lucifer's plans if we got to it first. I'd say that's a good bet. Anything that gets us closer to the deceiver is worth pursuing. The Ember Core is housed in a demonic forge called the Inferno Vault. But recovering it shouldn't be a problem for two mighty horsemen. Save us your flattery, demon. Just open the way. This is proving to be a most auspicious relationship. Aber wozu haben wir denn gerade überhaupt jetzt Dis befreit? Also, was hat die jetzt hier mit der gesamten Story zu tun? Komisch. Also, versteht zwar nicht ganz, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Und er hat auch sowieso die Fähigkeit, uns auch direkt zu den Orten gleich hinzuschicken. Sagen wir mal, die beiden, Dis und Volgrim, die haben jetzt ja wirklich ein Arrangement und die soll da sowieso den Glutkern holen. Wieso war sie in dem Gefängnis? Die war doch nicht in dem Gefängnis, weil Volgrim die selber weggesperrt hat. Falls ja, wer hat sie geklaut und dort verbarrikadiert, wo wir sie gerade hergeholt haben? Das ist doch die viel spannendere Frage. Also warum war die in dem Gefängnis, wenn die eigentlich auf der Suche nach diesem Glutkern war? Hätten wir nicht das auch in der Inferno-Kammer zuerst finden müssen? Also ich verstehe diesen einen Übergang überhaupt nicht. Warum mussten wir das aus einem scheinbar unbedeutenden Gefängnis befreien, wo kein Mensch weiß, wie der da hinkam? Naja, das sind so Fragen, wir werden es nicht klären. Aber wir machen zum Schluss Folgendes. Wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas Cooles kaufen können. Upgrades. Wir brauchen auf jeden Fall Upgrades. Zornstein, Fragment des Schurken. Ja, ich würde auf jeden Fall mir diese Fragmente einmal kaufen. Many great things. Das war das Erste, was wir bekommen haben.
Nice. Damit haben wir schon mal ein Upgrade des Eroberers. Ja. Und zwar hat es War bekommen. Dann werden wir hier den auch nochmal kaufen. It's only money. Und auf Gesundheit. Ja, ganz ehrlich, die brauchen wir jetzt erstmal am Anfang tatsächlich nicht. Ich werde jetzt hier nichts weiter ausgeben, weil Trank, Zorn, Infusion, da steht Tränke füllen eine Zornheit, eine Zorneinheit auf. Ach so. Na gut, dafür machen die Tränke dann schon Sinn. Ich muss mich ja nicht heilen. Dann heile ich mich eben, aber kriege dafür sogar noch Zornpunkte wieder zurück. Das wäre eine Idee. Tatsächlich bei Bosskämpfen, warum denn nicht? Kaufe ich mir dann doch. Und das ist eben das, was ich vorhin angesprochen hatte, die passive Gesundheitsregeneration. Der inaktive Charakter regeneriert langsam einen Teil der... Ach, der inaktive! Ich muss die austauschen! Wenn einer keine Lebensenergie mehr hat, bekommt der andere, wenn ich ihn nicht aktiv spiele, die Punkte wieder zurück. Ach so! Ja, das ist dann natürlich cool. So muss ich halt versuchen, einfach nur lange zu überleben. Und hier könnte ich mir sogar noch ein paar andere Kerne kaufen. Wenn ich den Bock hätte. Habe ich aber erstmal nicht. Na, wobei, ich brauche ein paar neue Kreaturenkerne, dass ich... Doch, ich muss die Dinger kaufen. Ich brauche halt Kreaturen. Sonst kann ich den Skillbaum nicht weiter auffüllen. Mach ich einfach. Ja, komm, kaufen wir. Wir kaufen es. Es ist eben ein Bonus, den wir schon mal am Anfang haben. Warum denn nicht? So, und jetzt... Sind wir aber auch am Ende der heutigen Folge. Wir haben wieder viel palabert. Also das Gebiet war überhaupt nicht groß, aber für knapp eine Stunde hat es dann trotzdem gereicht. Ja, also sei mir verziehen. Und mal gucken, wie schnell wir dann im nächsten Kapitel durch sind. Ich mache nochmal einen Abstecher zurück. Hol mir die letzten Items. Werd den Boss noch zweimal legen bestimmt. Und dann sehen wir uns hier wieder beim nächsten Kapitel. Also reinhauen und tschüss.